Hallo? 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 Ihr da. Ja, ihr. Hättet ihr einen Moment für ihn? Er wäre euch sehr dankbar. Na, er. Kurmai Katsaor Tatakayape. Eure Hilfe. Sagt, habt ihr gute Augen? Gut, sehr gut. Also lasst ihn es kurz machen. Er benötigt Hilfe bei der Suche nach Eiern. Nach vielen Eiern. Und er will, dass ihr ihm helft, sie zu finden. Ein Halbsternling, ja. Aber er kommt nicht aus Anku, wie seine Brüder und Schwestern aus Nerem. Was er sehr bedauert. Diese Welt ist so schmutzig, so laut. Aber tja, was soll man machen? Man ist, was man ist. Ist es auch. Die Eier, die er sucht, sind nämlich schwer zu finden. Seht ihr die braunen Hammervögel, die dort über dem See kreisen? In vielen anderen Ländern wie auf Nerem oder Kyra werden sie zu Briefvögeln herangezogen. Wie die Myraden hier, bloß viel flinker und kleiner. Er will Briefvögel heranziehen für eine besondere Aufgabe, die er euch nicht verraten kann. Also, werdet ihr einem alten Sternling helfen? Die Urväter würden es euch vergelten, da ist er sich sicher. Weil es ein besonderes Unterfangen ist, schwer zu erklären. Aber es hat mit unserer verlorenen Heimat zu tun. Der Sternenstadt. Ja, der Ort, von dem wir Sternlinge stammen. Kennt ihr denn die Geschichten nicht? Er ist weit oben im Himmel und all die weltlichen Leiden von hier unten gibt es dort nicht. Aber dies ist kein Ort, um darüber zu reden. Es gibt Sternlingsschreiberlinge, die euch das viel besser erklären könnten als er. Ihr wollt Groschen. Ja, hat er. Und er hätte sie euch ohnehin gegeben, wenn die Mission erfolgreich verlaufen wäre. Ihr könnt also beruhigt sein. Tja, das ist der Teil, wo eure guten Augen ins Spiel kommen. Hier in der Gegend fliegen genügend Hammervögel herum. Alles, was ihr tun müsst, ist ihnen mit eurem Blick zu folgen, bis sie in ihrem Nest landen. Und dort findet ihr dann die Eier. Kommt einfach wieder, wenn ihr welche gefunden habt. Und habt Dank. Schreitet wohl. Von tollwütig gewordenen Tieren, Horden auferstandener Gruften und dieser grassierenden Geisteskrankheit mal abgesehen? Nein, seid einfach vorsichtig. Mesdames. Fremdländer.
Da ist sie. Ark. Majestätisch, nicht wahr? Einen Groschen, Madame. Bitte nur einen. Danke, das ist wirklich sehr großzügig von euch. Danke, das ist wirklich sehr großzügig von euch. Schreitet wohl. Lebt wohl. Madame? Noch eine erschöpfte Seele. Seid ihr euch sicher, dass ihr so weitermachen wollt? Ich meine, so? Ich sehe doch ganz genau, wie ihr euch plagt. Ihr könnt ja kaum noch einen Fuß vor den anderen setzen, so erschöpft seid ihr. Und eure Rüstung? Puh, die muss doch Tonnen wiegen. Malfas sei Dank habe ich genau, was ihr braucht. Jemanden, der euch die Reise erleichtert. Ein Reittier. Und wisst ihr was? Heute ist euer Glückstag. Denn wenn ihr mir bei einem gewissen Problemchen helft, dann bekommt ihr es sogar für lau. Gnaldalf, ein Troll. Seit jetzt gut 2 Monaten höre ich ständig dieses blutrünstige, grausame Gegrunze in der Nähe des Hofs. Die Garde sagt, ich bilde mir das nur ein, aber ich habe genug von der Welt gesehen, um Trollgeräusche zu erkennen, wenn ich sie höre. Am Anfang kam das Geräusch von hinten aus dem Wald, aber mit der Zeit ist es immer näher gekommen und ich bin mir sicher, dass er es auf meine Tiere abgesehen hat. Wie wär's also? Ihr tötet Gnaldalf für mich und im Gegenzug bekommt ihr einen meiner besten Esel umsonst, Wirbelsturm. Und glaubt mir, er hält, was der Name verspricht. Klingelt denn nichts bei euch? Gnaldalf, wie Gnaldalf aus dem Märchen Der Seraph und die Bestie. In Anbetracht dessen, wie furchteinflößend sein Gegrunze klingt, erschien mir der Name passend. Aber nennt ihn, wie ihr wollt. Solange ihr ihn unschädlich macht, ist mir das egal. Das ist ziemlich leicht. Wartet einfach bis kurz nach Mitternacht. Und dann kundschaftet die Gegend aus und wartet, bis ihr von irgendwoher ein Grunzen hört. Glaubt mir, das kann man nicht überhören. Leider. Und passt auf euch auf, die Biester sind nicht zu unterschätzen.
Und? Irgendwelche Fortschritte? Madame. Sodala, herzlich willkommen in Ark. Ich habe noch ein wenig zu tun und würde sagen, du kommst einfach zum Marktplatz, wenn du weiter zu Großmeister Thealor Arantheal und seinen Magiern willst. Eingebuchtet von seinem eigenen Sohn Narazzu, ja. Aber vor 2,5 Jahren ist er hier wieder aufgetaucht, in Begleitung einer Handvoll Magier, die an der Seite seines Sohnes gekämpft haben. Ulkig, ich weiß, aber so war es. Richtig, aber irgendetwas ist wohl geschehen, dass sie nun mit den ehemaligen Beschützern der Lichtgeborenen gemeinsame Sache machen. Und deshalb sind sie auch hierher zurück, wo der Orden seinen Ursprung hat. Du kannst dir vorstellen, was das für Wellen geschlagen hat. Viele Ordenshüter haben protestiert, manche wollten die Magier gleich köpfen lassen. Aber am Ende hat sich Arantheal durchgesetzt. Gefangenschaft hin oder her, der Mann hat sein altes Charisma nicht verloren. Wem sagst du das? Aber es heißt, dass diese Zusammenarbeit viel mit dem roten Wahnsinn zu tun hat. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Natürlich, darauf hätte ich auch selbst kommen können, verzeih. Ark teilt sich in 5 Distrikte auf, den Hafen mal ausgelassen. Das Fremdenviertel gleich hinter dem Tor hier, den Marktplatz, das Südviertel, das Adelsviertel und das Kasernenviertel, beziehungsweise der Friedhof. Ich schätze, für dich ist erstmal der Marktplatz am interessantesten. Dort findest du Nahrungsmittel, Waffen, Rüstungen und Gemischtwaren. Für Alchemie und Magie gehst du dann am besten ins Adelsviertel. Dort gibt es auch das Theater und das Badehaus, falls du dich etwas entspannen willst und die Groschen dafür hast. Den Sonnentempel kann man ja schwer übersehen. Normale Bürger dürfen ihn nicht betreten und von dort oben aus regiert der Heilige Orden das Land. Du aber wirst ihn schon bald von innen sehen, wenn mein Plan aufgeht. Tja, und dann wäre da noch die Unterstadt. Ist es auch nicht. Sie ist ein Höhlensystem, direkt unter unseren Füßen. Dort leben die Armen, die Kranken, die Huren und alle anderen, die der Orden ungern auf den sauberen Straßen der Oberstadt sieht. Kein Ort, den ich dir zu besichtigen empfehle. Es sei denn, du suchst nach zwielichtigen Dingen. Bis nachher. Madame. Habt ihr einen Augenblick? Ich denke, wir beide könnten ins Geschäft kommen. Es ist eigentlich ganz einfach. Aber da ihr so freundlich wart, mir eure Aufmerksamkeit zu schenken, möchte ich mich erst einmal dafür erkenntlich zeigen. Ihr seid viel auf Reisen, richtig? Ich habe ein paar Handwerksbücher über, die euch sicherlich nützlich wären. Welches wollt ihr? Es gibt keinen. Zufriedene Kunden kehren wieder. Und ich bin mir sicher, wenn ihr euch erstmal von der einwandfreien Qualität meiner Waren überzeugt habt, werdet ihr in eurem ganzen Leben keinen anderen Händler mehr sprechen wollen. Gut, das ist vielleicht etwas übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Sehr schön. Sagt, wollt ihr euch vielleicht noch ein paar weitere Bücher oder Groschen verdienen? Es gäbe da etwas, wobei ich Hilfe bräuchte.
Machen wir es kurz. Ich habe ein Problem. Und dieses Problem ist meine Schwester, Sila. Wisst ihr, ich gehöre zu der Sorte Mensch, denen nicht alles vom Schicksal in die Hand gelegt wurde. Mein Heimatdorf, ein kleiner Ort namens Seeheim, wurde, als ich noch ein Kind war, von Banditen überfallen. Tja. Und sowohl mein Vater als auch meine Mutter kamen dabei ums Leben. Danke. Aber das ist nicht nötig. Die Vergangenheit gehört in die Vergangenheit. Fakt ist, meine Schwester und ich sind unterschiedlich damit umgegangen. Während ich das Erbe unseres Vaters, das wir aus dem Dorf retten konnten, dafür benutzte, in seine Fußstapfen zu treten und ein Geschäft aufzubauen, schloss sie Gesellschaft mit den falschen Leuten, mit denen sie sich auch heute noch umgibt. Kurzum, sie ist eine Staubschnupferin. Tag und Nacht verbringt sie in irgendwelchen Spelunken der Unterstadt und verprasst den Rest unseres Vermögens für ihre Sucht. Das wäre alles kein Problem, wenn durch die... Naja, die jüngsten Ereignisse auf der Welt das Geschäft nicht schlechter laufen würde als sonst. Ich brauche unser Vermögen, und zwar das Ganze, um das Geschäft am Laufen zu halten. Glimmerkappenstaub, blaues Glück, Todespuder oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Eine der gefährlichsten Droge Wins. Das könnte ich, aber dass ein Gardist freiwillig in die Unterstadt geht, ist unwahrscheinlicher, als dass ein Batyr es zum Oberstädter Barbier schafft. Die Ralata hat dort unten das Sagen, und das weiß Sila ganz genau. Nun, genau genommen ist es unser Geld. Unser Vater hatte Anteile an einer Gilde hier, der Schraube, Hut und Pfusch AG. Er war so stolz darauf, daran erinnere ich mich jetzt noch. Glücklicherweise konnten wir das Anteilsschreiben retten und haben es vor ein paar Jahren zur Bank gebracht, nachdem ich begriffen habe, wie wertvoll es mittlerweile geworden war. Tja, und seitdem hat sich einiges an Groschen angesammelt. Keine Unsummen natürlich, aber genug, um mein Geschäft jetzt gerade vor dem Bankrott zu bewahren. Versteht ihr? Ja, theoretisch ist es Silas und mein Geld, aber ohne mich wäre davon jetzt schon nichts mehr übrig. Sie hätte es für dieses blaue Puder verschleudert. Und ich werde nicht zulassen, dass sie das Erbe unseres Vaters derart beschmutzt. Naja, irgendwann muss man sich halt einfach damit abfinden. Fragt ihr mal einen Staubsüchtigen nach seinem Geld. Die traurige Wahrheit ist, dass Sila, so heißt meine Schwester, gemerkt hat, dass ich meinen Teil des Erbes einfordern will. Und da das nicht in ihrem Interesse ist, hat sie den Schlüssel zu unserem Bankfach versteckt. Ich will, dass ihr ihn für mich holt. Wie ihr das tut, ist mir egal. Aber wenn es euch gelingt, soll es nicht zu eurem Nachteil sein. Erstmal solltet ihr versuchen herauszufinden, wo Sila den Schlüssel versteckt hat. Sie treibt sich für gewöhnlich im falschen Hund herum. Das ist eine Spelunke in der Unterstadt. Kommt zu mir, wenn ihr etwas gefunden habt.